Wir befinden uns hier heute am Standort Welte in unserem im Sommer 2018 neu eröffneten Qualitätszentrum. Wir haben hier die Möglichkeit, Analysen durchzuführen an Bauteilen, Fahrzeugen oder auch an Baugruppen. Wir steigen relativ früh in den Produktentstehungsprozess ein und prüfen bereits einzelne Funktionsmuster, Prototypenbauteile oder auch dann die ganzen Fahrzeuge. Mit unserem 3D-Messarm können wir kleinere Bauteile auf Maßhaltigkeit prüfen und somit gleichzeitig die Qualität früh sicherstellen. Mit unserem 3D-Laserscanner haben wir die Möglichkeit, Bauteile bis zu 40 Meter, beispielsweise unsere Chassis, komplett einzuscannen und mit dem CAD-Modell zu vergleichen. Wir führen des Weiteren Materialanalysen durch, führen Korrosionstests nach VDA-Richtlinien durch. Dazu haben wir unsere Klimakammer oder beispielsweise unsere Salzsprühwechselkammer. In der Serie greifen wir uns regelmäßig Fahrzeuge raus, stichprobenartig, und bewerten diese in unserem Produktaudit. Wir haben hierzu einen Fehlerkatalog entwickelt, der verschiedene Punkte enthält, anhand dessen das Fahrzeug mit einer Qualitätskennzahl bewertet werden kann. Anhand dieser Qualitätskennzahl bewerten wir unsere Auslieferqualität und können hieraus Rückschlüsse ziehen, wo wir die Qualität zu verbessern haben. Des Weiteren holen wir regelmäßig Fahrzeuge aus dem Feld, an dem Kunden Probleme melden, rein, analysieren diese und schließen hieraus ebenfalls Rückschlüsse, um die Kundenzufriedenheit hier weiter zu steigern. Wir entwickeln uns immer weiter weg von einer rein prüfenden Qualitätssicherung hin zu einer planerischen Qualitätssicherung. Das bedeutet, dass wir viel früher in die einzelnen Produktentstehungsprozesse eingreifen und bereits hier Mängel ausmerzen, um die spätere Kundenzufriedenheit in der Serie sicherzustellen.